Genau, guten Morgen. Das gute Schäfchen hat sich gerade am Bulli gerieben. Das Wackeln fand ich ja noch ganz okay vom Auto. Aber das Blöken musste noch nicht sein um die Uhrzeit. Ich war schon einmal wach heute Nacht, weil es echt kalt war. Hab die Standheizung angemacht. Waren nur noch 7 Grad. Im Bulli. Und hab dann so richtig gut geschlafen bis jetzt gerade. 6.30 Uhr. Ist ein herrliches Licht. Gerade hier. Ja, alles andere gibt's gleich nach 1, 2, 3 Kaffee. Kennt ihr dieses Riesenproblem? Ihr macht alles fertig, wollt einen Kaffee kochen und stellt fest, ihr habt gestern Abend nicht aufgegessen und das restliche Essen ist im Topf, den ich weggestellt habe, weil ich dachte, das esse ich später noch. Und da ich nur einen Topf habe für alles, heißt es entweder jetzt zum Frühstück Reisrisotto und dann Wasser kochen oder umpacken. Ich werde wohl eben umpacken. Das ist mir auch noch nie passiert. Aber ansonsten ist das Unterhaltungsprogramm hier immer gut. Komme ich dir von allen Seiten immer gepäst. Gestern wurden von Dara, wo sie gerade hinrennen, 5000 laut Aussage des Schäfers in diese Richtung gebracht. Und ich glaube, die haben die Nacht alle überlegt, nee, da gefällt's uns nicht, wir kommen wieder. Ja, da hat man schon wieder im Hintergrund gehört, das Schaf. Wie ihr merkt, ich rolle entlang von so einer Schaffarm hier Richtung Stausee. Man sieht hier am Wasser ganz oft, wie die Fische mal ebenso nach was schnappen. Ansonsten, ich habe noch eben Pullover an, kurze Hose, geht schon. Ist noch deutlich unter 20 Grad, klar. Aber beim Radeln, gerade hier so, wo es die ganze Zeit bergauf, bergab geht, wird es einem ja auch schnell warm. Ansonsten muss ich sagen, die Nacht hier war mehr oder weniger top. Gelegentlich mal ein Schaf, was am Auto gewackelt hat. Heute Morgen auch deutlich die Spuren zu sehen, wo der Schmutz verschmiert ist und wo er normal ist. Aber alles okay. Um 5 ist ja eh so meine Zeit, wo ich wach werde. Bin aber heute Nacht wach geworden, weil der Kopf irgendwie so kühl war. Und es waren tatsächlich nur noch 7 Grad. Daher erstmal Standheizung an und dann mal gucken. Ich weiß gar nicht, habe ich das heute Morgen schon erzählt? Ja, vielleicht wiederhole ich mich auch. War noch nicht so ganz fit, wo ich das erste Mal in die Kamera gesprochen habe. Ah, herrlich, oder? Da, das sieht aus wie so eine... Nee, ist ein Rasen. Dort steht ein Schaf, was mich die ganze Zeit anstarrt. Ich musste gerade anhalten, weil der Akku von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben hat, während ich erzählte. Und seitdem steht dieses Schaf da und beobachtet mich. Da ist es. Ich mache mal einen kleinen Bogen. Ah, okay. Und hier geht es rein zum Hohelava. Also auch ein Parkplatz, ein Rastplatz. Sehr schön. Wo aber Camping oder Wohnmobile generell verboten sind, sehe ich gerade. Hier geht's nirgendwo hin, okay. Ja, dann fahre ich jetzt weiter hier zu dieser riesigen Staumauer. Ich weiß gar nicht, warum meine Akkus alle leer sind, außer dieser eine hier. Ich war mir sicher, ich hätte die geladen. Muss mal gucken, ob mit dem Ladegerät vielleicht irgendwas nicht stimmt. Nicht, dass der Stecker sich gelöst hat. Kann ja auch mal sein bei der ganzen Rumpelei unterwegs. Auf jeden Fall ist das hier mein letzter Akku. Also, ranhalten! Hier läuft auch so ein bisschen Wasser an der Seite. Seht ihr das?
Auch wenn es nur ein bisschen ist, schön aussehen tut es trotzdem. Puh. Ich muss sagen, jetzt hier im Schatten merkt man deutlich, dass es auch nur 11 Grad sind. Ich habe ja vorhin gesagt unter 20, aber tatsächlich nur 11. Aber tapfer bleiben, die Beine werden warm. Ja, jetzt muss ich nur mal gucken, wo man hier hochkommt. Muss ich dann doch erst da rum irgendwo? Ich hatte das beim Erzählen so verstanden, dass man hier hochgehen kann. Vielleicht meinten die aber auch einfach den Fels hoch. Naja, ich fahre mal hier weiter Richtung Valle Comune und schau mal, wann und wo es vielleicht hochgeht. Ich habe gerade mit den Schäfern hier gesprochen. Die sagten so 2-3 Kilometer ungefähr. Dann müsste ich hochkommen. Dann müsste es gehen. So lange fahre ich jetzt hier mal durch die Schafe. Geht besser als mit dem Auto, wie ihr seht. Ja, sehr freundlich der Schäfer und hat sich dann gefreut, dass ich mich mit Duck bedankt habe. Immerhin. Ich muss wirklich so ein paar Brocken lernen. Da freuen die Leute sich immer riesig hier. Leute, das ist so schön, hier durch die ganzen Schafe zu fahren. Irgendwie bescheuert von mir, dass ich hier einen weglache, aber es ist echt herrlich. Das hat alles sowas Ursprüngliches hier. Echt sehr, sehr schön. Man muss nur gelegentlich aufpassen, wenn die so in Action sind, dass man nicht mal eben umgerannt wird hier. Ja. Hört ihr das? Da muss man doch gute Laune haben, oder? Da ist schon der zweite kleine Damm zu sehen, wo der Schäfer vorhin sagte, dass es ab da wohl irgendwo raufgehen würde, so wie ich das verstanden habe. Wir konnten beide gleich gut Englisch. Schauen die nicht klasse? Ja. Das nächste Problem ist, guckt euch mal die Reifen an. Der Wagen. Das Rad muss ja nachher auch wieder ins Auto. So, hier geht's links rein und dann unbefestigt weiter. So wie ich den Schäfer verstanden habe, komme ich dann zu diesem Stausee. Da ist auch wieder so eine aufgeschüttete Wallgeschichte. Da links sieht man den Beton richtig. Müsste also alles passen. Ah, ja. Da oben steht ein Defender mit Wohnwagen, auch mitten in der Pampa. Von der Aussicht her nicht so schön wie da, wo ich stehe. Aber vom Platz an sich hier, so auch wieder ganz weg von der Straße, natürlich nochmal eine Spur edler irgendwie. Ich biege jetzt noch einmal mehr ab, weil ich erst zu diesem kleinen Damm möchte. Da hat man auch eine Zufahrt, so wie das aussieht. Und das nutze ich natürlich, wenn ich schon mal hier bin. Den Berg hoch hier. Bin jetzt im ersten Gang, deswegen konnte ich auch nicht filmen, weil es zu steil war. Und da hat sich dieses Panorama, was ihr jetzt im Ganzen seht, so langsam erschlossen. Jeden Meter, den man höher kam. Ist immer wieder toll. Und ja, einfach so beeindruckend. Wahrscheinlich langweilt es den einen oder anderen schon. Weil ich ja hier letztendlich doch immer dasselbe jetzt zeige. In den letzten Videos. Aber das Erlebnis vor Ort ist halt anders. Und gegen Gefühle kann man ja nichts machen. Und die sind hier echt mehr als gut. Ja, das sieht auch so aus, als wenn man hier auch ganz normal oben drüber fahren könnte. Ich weiß nicht, ob ich da hinten bis zum nächsten komme, aber ich versuche es auf jeden Fall. Und auch hier sieht man, wie leer das Ganze ist.
Die sind so konzipiert, dass die in der Mitte eine Senke haben, damit die überlaufen können. Das kann man nachher irgendwo noch ganz gut sehen, zeige ich euch. Also so wurde es mir erklärt hier. Ja, jetzt bin ich hier an dem höchsten Punkt angekommen. Also hier am See. Und schwenkt noch einmal so drüber. Wenn einer von euch morgens mal völlig unbehelligten Bad nehmen möchte, hier definitiv möglich. Weil es ist einfach nichts, wie ihr sehen könnt. Außer der eine Defender da unten. Aber das ist wahrscheinlich genau derjenige, der hier morgens in Ruhe baden will. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass so eine riesige Fläche hier mehr oder weniger unbewohnt ist. Außer die Schafhirten, die hier ihre Hütten und Farmen haben, ist hier nichts. Und das über etliche Kilometer, wie ihr sehen könnt. Oh. Habt ihr die Krähe gehört? Boah. Ja, das ist, wenn man hier so geräuschlos im Grunde ist. Die Schafe höre ich schon kaum noch. Und dann auf einmal so eine Krähe kräht. Boah. Direkt erschrocken. Naja. Ich würde sagen, Fahrrad satteln. Und weiter geht's. Auch ein schönes Schild, was man hier eigentlich machen kann. Vorausgesetzt, es ist Wasser da. Ich gehe jetzt doch nochmal runter. Ich wollte eigentlich weiter radeln, aber irgendwie zieht es mich doch da unten nochmal hin. Wenn man hier so durchläuft, das ist irgendwie so unwirklich. So, mittlerweile bin ich fast unten und ihr habt die Staumauer vorhin von der anderen Seite gesehen, wie hoch die ist. Und ja, ich würde sagen, so 40, 50 Meter könnte hier das Wasser höher stehen. Es ist echt irre. Ich wollte nur mal eben runter zum Wasser. Gehe aber schon ein paar Minuten mittlerweile und bin immer noch nicht ganz unten. So, ich stehe am Wasser. Es glitzert und funkelt herrlich hier in der Sonne. Ja, habt ihr das Geräusch noch gehört? Blub hat's gemacht, ja. Dort oben den Pfosten unterhalb der Sonnenstrahlen, da bin ich losgegangen gerade, bis hier unten hin. Das ist also schon ein ganz schönes Stück. Ich bin immer wieder fasziniert und erschrocken davon, was die Natur doch für Einflüsse hat, alleine durch entweder viel Regen oder gar keinen Regen, was man hier gerade echt mehr als gut erkennt, glaube ich. Deswegen, ich weiß gar nicht, soll ich es schön finden, soll ich es erschreckend finden? Irgendwie empfinde ich beides. Und ich habe gerade festgestellt, das Wasser ist sogar lauwarm und schmeckt auch richtig mild neutral, würde ich mal sagen. Also da könnte man jetzt echt reinhüpfen. Und das bei, ich tippe mal so 15, 16 Grad Außentemperatur. Muss ich mir merken. Es sind so zwei, drei Plätzchen hier in Norwegen, wo ich meinen ganzen Urlaub verbringen könnte. Und das gehört, glaube ich, definitiv dazu. Nicht umsonst schon den dritten Tag hier in diesem Seedestal. Ich habe gerade richtig vor mich hergelacht. Da ist ein Schreihals da drüben bei. Alle so mehr oder weniger den gleichen Ton, aber eine brüllt so. Ja, da muss ich gerade lachen. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, und jetzt weiß ich auch, warum die so schreien. Hier war ja ein Schaf einzeln, hatte ich ja vorhin gezeigt. Das kommt gerade hier angerannt. Nur hier durchs Wasser geht's nicht, Süße. Muss schon da oben rumgehen. Also sie schaut genau rüber zu den anderen und ruft.
So lieb die hier aussehen, aber so richtig trauen tue ich denn nicht. Aber es hat echt den Anschein, als wenn die gerufen wird. Die will doch jetzt nicht den Hang da hoch. Dieser Staudamm hier heißt übrigens Fatnedalsdamm, falls ich das noch nicht erwähnt hatte. Ich hatte ganz vergessen zu sagen, diese Betonkante, die man dort gesehen hat, das ist dieser Überlauf. Und dann würde das Wasser theoretisch hier durch die Felsen, da durch so eine kleine Schlucht unten in das Fjord laufen. Aber da besteht keine Gefahr, dass das erstmal passiert hier. Die Neugier sagt, fahr da noch hoch bis zur nächsten Kuppe. Der Kaffeedurst sagt, fahr in die Richtung. Aber ich werde die Kuppe noch mal in Angriff nehmen. Und zumindest schauen, was da vorne ist. Umso schöner ist nachher der Rückweg. Es ist zwar immer noch ein bisschen frisch, gerade wenn man dann hier den Berg runterrollt, aber bei dem Traumwetter will ich mal nicht klagen über so einen leichten Temperaturunterschied. Schaut euch mal hier diesen wunderschönen Wasserlauf an. Das heißt ja, irgendwo da vorne, wo ich hin will, muss es noch mehr Wasser geben. Das ist aber definitiv dann die letzte Kuppe da. Wenn von da aus nicht das Besondere ist, was ich nicht weiß, dann drehe ich definitiv um. Ja, wie ich es mir hätte denken können. Kuppel erreicht, nächste Kuppel und dahinter schon die nächste zu sehen. Das heißt für mich, nach 2 Stunden Radeln, geht es jetzt dann den ganzen Weg bergab zurück. Ich habe gerade meine Luft angehalten. Man hört hier nichts. Aus einer Ferne die Schafe. Hier sieht man jetzt noch mal zur Veranschaulichung den Damm von der anderen Seite, wo ich gerade eher vorgestanden habe im Grunde. Vielleicht kann man hier dieses Größenverhältnis ein bisschen besser einschätzen. Ansonsten fahre ich entspannt hier durch die Schafe. Ja, tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Irgendwie schön. Oder was meint ihr? Das müsst ihr mir unbedingt mal schreiben. Ja, ich habe jetzt nochmal mit dem norwegischen Hirten hier gesprochen und der sagte auch nochmal, es ist so wenig Wasser momentan, eigentlich könntest du hier viel mehr sehen. Und das zweite Problem ist, die hatten wohl im Winter auch sehr wenig Schnee und jetzt Frühjahr, Sommer auch sehr, sehr wenig Regen. Und dann steigen hier die Strompreise. Das wusste ich auch nicht. Ist mal interessant, wenn man sich hier mit den Leuten unterhält. Und dieses Gewässer hier ist die Grenze, sagte er mir gerade, zwischen See, ich habe es nicht richtig verstanden, wie er es ausgesprochen hat, aber zwischen dem Sedastal und Setertal auf der Seite. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Wie gesagt, das ist auch ja, ein älterer Kauz gewesen. Ich kann es schlecht einschätzen, weil der auch so wettergegerbt war, wie ich wahrscheinlich auch in 10, 15 Jahren mal aussehe. Und aber sehr nett. Ist immer schön, wenn man in solche Gespräche hier kommt und dann auch solche Sachen erfährt, was in den Reiseführern halt nicht steht. So, wie ihr sehen könnt, bin ich wieder an meinem Schätzchen angekommen. Und da fährt gerade der erste Reisebus. Ja, es ist jetzt gleich 10 Uhr. Ich werde mir jetzt hier ein Käffchen trinken und dann überlegen, wie es weitergeht. Aber das heißt auch, mit diesem kleinen Radtour-Video war es das. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Ich kann gar nicht aufhören zu filmen. Macht's gut, euer Markus.